Das ist wirklich komisch. Da haben wir den Prozess natürlich haushoch gewonnen. Was ist, schmeckt's nicht? Ist doch viel zu viel Kakao, das muss man unbedingt der Küche sagen. Finde ich nicht. Darf ich einen Moment stören? Warum? Um diesen grässlichen Gâteau gleich wieder mitzunehmen? Um mich zu entschuldigen. Dann lassen Sie mal hören. Sie haben mich provoziert. Daraufhin habe ich Ihnen einen Knacken verpasst. Sie sind gestolpert und auf diesen Stein gefallen. Klingt plausibel. Ich hatte weder die Absicht, Sie zu verletzen, noch konnte ich vorausahnen, dass Sie so unglücklich fallen würden. Und wo bleibt die Entschuldigung, Robert? Auf die hatte ich mich besonders gefreut. Es tut mir sehr leid. Oh. Du musst ja Valentina wirklich sehr lieben. Na gut, dann hatten wir wohl beide unseren Anteil an dieser unerfreulichen Geschichte. Ja, was ist? Haben Sie es gar nicht ernst gemeint? Ich nehme an, die Angelegenheit ist damit vom Tisch. Ist sie. Es sei denn, meine Erinnerung kommt zurück und sagt mir, dass Sie gelogen haben. Es war genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Was ist denn in dich gefahren? Das hätten wir wunderbar Kapital schlagen können. Ganz ruhig, Liebling. Oh, Hildegard. Liest schon wieder in deinen Fanbriefen. Ich frage mich, warum der jetzt plötzlich den Kontakt abbrechen will. Also ist doch irgendwie sinnlos. Was ist denn das für ein Mensch? Der kann alles sein. Ein Heiratsschwindler, ein Hochstapler, ein Schwerverbrecher. Ja, warum sagst du denn jetzt sowas? Vielleicht hat ja der andere recht. Mit was? Naja, der sagt, ein Mann, der sowas schreibt, der interessiert sich vielleicht nicht nur für meine Rezepte. Ja. Sondern? Ja, vielleicht für mich als Frau. Na, sehr charmant. Nein, Hildegard, bitte. Du weißt, dass ich dich für die schönste, für die tollste und für die einzig anbetungswürdige Frau auf dieser Welt halte. Aber. Ja. Ja, aber. Mit diesem Typen da, wenn der Konopka recht hat, dann ist es eine glatte Unverschämtheit. Du bist verheiratet. Ja, vielleicht zieht er sich ja deswegen zurück. Obwohl er so einsam ist. Und wenn er die bedauernswerteste Kreatur auf Gottes Erdboden wäre, du wirst ihm nicht mehr antworten. Was ist denn mit dir auf einmal los? Was ist jetzt los? Können wir jetzt gehen? Ich hab nur noch 20 Minuten. Na, sonst bist du doch auch nicht so eifersüchtig. Dieser Mensch will einfach keinen Kontakt mehr und das solltest du respektieren. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, ich werde ihm trotzdem noch mal schreiben. So. Und jetzt können wir los. Wald oder Park? Es ist jetzt auch schon wurscht. Sag mal, wo warst du so lange? Hast du mich etwa vermisst? Jetzt hör auf zu grinsen und sag mir, wo du warst. Ich habe nur dafür gesorgt, dass unser reuiger Mustervater sich bald umschauen wird. Geht's ein bisschen genauer? Es tut immer noch so weh. Kannst du mir bitte ein Glas Wasser bringen? Du machst mich wahnsinnig. Robert hat uns einen riesen Gefallen getan, indem er uns erzählt hat, was passiert ist. Das hatten wir doch längst selbst rausbekommen. Ja. Schön. Und jetzt? Jetzt ist meine Erinnerung zurückgekommen. Danke. Aber die sieht ganz anders aus, als dieser Hitzkopf es uns geschildert hat. Und wer, glaubst du, wird diesem Querulanten glauben? Nach allem, was passiert ist.
Trotzdem. Wo warst du? Ich kann mir kaum vorstellen, dass er sich die Chance entgehen lässt und aus purer Freundlichkeit von einer Anzeige absieht. Vielleicht weiß er, dass er daraus keinen Nutzen ziehen kann. Die Heidenberg war auch völlig konsterniert über seine Reaktion. Möglicherweise wollte er ja auch ihr eins auswischen, das weiß man bei dem Pack ja nie. Was ist? Danke. Wofür? Dass du auf deine obligatorische Strafpredigt verzichtet hast. Die hat doch noch nie was gebracht, ja? Wenn ich diesmal mit einem blauen Auge davonkomme, reiße ich mich zusammen. Wenn es die Küche ist, dann können Sie abräumen. Und ich hätte gern noch einen grünen Tee. Kriegst du. Danke. Zahlfeld. Was, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber mit welcher Begründung denn? Morgen früh? Ja, sicher. Ja, wieder. Er hat mich angezeigt. Wer war das? Die Polizei, ich soll morgen aufs Revier kommen. Zastro unterstellt mir einen Mordversuch. Ich hätte ihn mit dem Stein erschlagen wollen. Wie bitte? Dieses Schwein. Du hattest echt immer Pech mit den Frauen. Aber das liegt nicht an dir. Also ich komme mir schon ein bisschen blöd vor, mit dir hier im Bett zu liegen und von meinen Ex-Beziehungen zu erzählen. Ich hätte dich ja nicht fragen müssen. Ah, trotzdem. Jetzt ist Schluss mit dem Gejammer. Und du bist dran. Oh. Ich will alles wissen. Erste Liebe, erster Kuss, Schule, Eltern, Peinlichkeiten. Willst du noch ein Stück Kuchen oder einen Kaffee? Kaffee, ja. Aber kein Kuchen. Der ist mir diesmal nicht so gut gelungen. Ach, Quatsch. Der schmeckt fabelhaft. Du, man merkt auch sofort, dass der selbstgemacht ist. Vielleicht bestelle ich uns einen Shampoo, ha? Zur Feier des Tages. Du, Kaffee ist gut. Ich muss nämlich danach gleich los. Was? Wieso das denn? Hab ich doch zu viel von mir erzählt. Ach, überhaupt nicht. Es ist nur so, wir haben am Anfang so viel übersprungen. Ich möchte einfach noch mal von vorne mit dir anfangen. Wie meinst du das? Ja, sich erst mal kennenlernen, was Normales miteinander machen. Kino, lange Spaziergänge. Okay, und keine wilden Partys mehr, bist du sicher? Ja, ich werde es versuchen. Und deshalb muss ich jetzt gehen. Aber wenn du willst, dann komme ich morgen zum Frühstück und danach können wir noch was machen. Gerne. Trotzdem, ich finde es schade. Es war nämlich eben echt schön. Ja, wunderschön. Bis morgen.